Kurzer Stopp am Lake Wakapitu. Da es so langsam langweilig wird, immer traumhaft schön zu sagen und zu hören, bleibt das Video diesmal sprachlos. Nachdem Benedetto uns wieder mal wunderbar gefahren hat, sind wir gut in Queensland angekommen und wollen gleich mal sehen, ob wir mit der Seilbahn nach oben fahren und da den Anfang machen und einen Überblick haben. Da unten an der Gondel eine riesige Schlange stand, haben wir uns entschlossen, den Weg hochzulaufen. Das ist ein sehr schöner Weg, soll wohl ungefähr eine Stunde dauern. Na, mal sehen, ob wir es schaffen. Das ist ein sehr schöner Weg, aber Benedetto hat heute definitiv die falschen Schuhe an. Diesmal Benedetto. Ich habe aufgrund der Kälte heute noch Turnschuhe an. Und Benedetto läuft schon im Badelatschen rum. Sonst bin ich ja diejenige, die immer mit Flipflops überall hinrennt. Na, mal sehen. Hochkommen auf jeden Fall. Runter bin ich der Meinung, sollten wir lieber fahren. Oh oh, wenn ich die Karte vor mir sehe, sehe ich, dass wir noch reichlich zu laufen haben. Queenstown liegt uns zu Füßen. Aber wir haben noch ein ganz schönes Stück. Also hier gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, den Berg runterzukommen. Hier fahren sie mit der Seilbahn, also mit diesem Seilzug. Man kann mit dem Mountainbike hier runterfahren, mit dem Drachen runterfliegen oder mit der Gondel oder runterlaufen. Benedetto fährt schon mal vor. Ja. Träum. Weißt du? Ganz tapfer Mountainbiker kann man hoch gefahren. Ansonsten haben wir nur welche runterfahren. Oder klassisch mit der Gondel. Mit dem Bob. Aber wir gucken mal, wie wir hier runterkommen. Da kommen die Bob. Der Lake Wakatipo ist der größte See Neuseelands. Wir sind jetzt oberhalb der Gondel. Hier kann man also alles machen. Da ist es Paragliding, hier gibt es Bobfahren. Also hier hat man keine Langeweile. Und mit dem Mountainbike kann man auch runterfahren. Die Bobbahn scheint mehr für Kinder zu sein. Das Paragliding, ja, sieht toll aus. Auch nichts für uns. Waren wir leider sehr unorganisiert. Ansonsten wäre hier ein perfekter Picknickplatz gewesen. Zeit ist eigentlich auch für unsere Picknickzeit. Der Nudelsalat mit Thunfisch ist auch fertig im Auto. Aber wir waren nicht vorbereitet. Darum hat Benedetto auch die falschen Schuhe an. Aber er will trotzdem unbedingt runterlaufen. Okay. Die Treppe ins Nirgendwo. Wir haben es fast geschafft. Schwierig ist auf jeden Fall, da sind gerade wieder ein paar Mountainbiker lang gerast. Und Benedetto ist der Held des heutigen Tages. Er ist wirklich mit Badelatschen den ganzen Berg hoch und vor allen Dingen auch wieder runter. Also wir haben uns für den Abstieg entschieden und gegen Gondel oder gegen alles andere. So, in Queenstown angekommen, unten. Und jetzt haben wir auch ein bisschen Hunger. Das sieht sehr, sehr hübsch hier aus. Ja, mal sehen, ob wir hier was zu essen kriegen oder ob wir unser Picknick rausholen. Einmal Nudeln mit Beef und einmal Calamari. Hier in der Innenstadt von Queenstown. Dort ist der See. Hier kann man in eine Eisbar gehen und einen Cocktail trinken oder auch nicht. Gesättigt laufen wir jetzt ein bisschen noch am Hafen hier lang, bevor es dann weitergeht nach Manaka. Bis da oben sind wir heute früh hochgelaufen. Ja, gut, ne? Also hier tut dann richtig das Leben. Hier wohnen wir heute mal nicht. Am See ein wunderschön angelegter Garten, der auch zum Spazierengehen einlädt.
nachdem wir ein paar sehr schöne Stunden in Queenstown hatten, haben wir uns auf den Weg nach Wanaka gemacht. Schön gegessen, schön spazieren. Genau. Und jetzt stehen wir hier an einem Lookout und können ganz weit gucken. Überall hingucken. Es ist, nein, ich sag's nicht. Jetzt sind wir 1076 Meter hoch. Hat uns wieder sehr gut gefahren, sind wir hier in der Nähe von Wanaka angekommen, haben ein 4-Dorm-Zimmer, anscheinend für uns alleine. Küche, Badezimmer macht nicht so einen sauberen Eindruck. Zimmer ist sehr sauber, also die Betten sind sauber, das ist das Wichtigste. Hier ist die Anlage und das Schönste, da ist der See. Und da sind die Berge und zum See werden wir jetzt auch noch fahren. Natürlich wieder wunderschön. Das da ist unser kleines Häuschen. Also da in diesem Häuschen haben wir ein Zimmer, beziehungsweise zwei Betten in einem Zimmer. Und jetzt gehen wir nochmal zum See, weil wir heute so wenig gelaufen sind. Hier ist übrigens auch ein richtiges Hotel, ja, für reiche Leute. Jetzt gehen wir hier am Lake Havea noch ein bisschen spazieren. Nicht mehr so schnell wie heute früh. Aber wir haben ja heute auch hier noch gemacht, aber wir wollen halt den Ausblick noch genießen, die Natur genießen, die Ruhe genießen, alles genießen. Ja, unsere 11 Kilometer, da sind wir heute schon gelaufen, also laufen bräuchten wir heute nicht mehr, aber es macht uns Spaß. Jetzt werden 20 Grad wärmer, natürlich sehr, sehr schön. Das verlockt ja so da rein zu springen, aber es ist ja so kalt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Obwohl halt 15 Grad sind und die Sonne knallt. Aber der Wind ist derartig kalt, wir laufen immer noch in Daunenjacken rum. Da seht ihr das. Zwischendurch ziehen wir sie mal aus, weil die Sonne so knallt. Aber jetzt da reinzuspringen bei den Temperaturen, nein, leider nicht. Das Wetter ist heute durchwachsen. Wir sind auf dem Weg nach Wanaka und haben hier mal bei der Pussing Bird gehalten. Mal gucken, ob wir da mal reinschauen. Nachdem wir hier jetzt eine Weile gepuzzelt haben, gehen wir sicher weiter. Gucken uns draußen noch ein bisschen um und dann geht's weiter. Hier ist ein schöner Park mit lauten lustigen Sachen, an denen man lustige Fotos machen kann. Dass hier sogar beschrieben ist, wie man die macht. Aber wir gehen jetzt weiter die Natur genießen. Das ist jetzt der Lake Wanaka. Wir sind angekommen und laufen jetzt hier ein bisschen rum. Und da steht hier in Wanaka. Da wir heute kein besonderes Programm haben, machen wir einfach ein paar alberne Fotos und Filmchen. Jetzt bringe ich Wasser. So geht los. Ja. Ja, mach mal noch mal. Ja. Jetzt. Ja. Um ein ungefähres Feeling zu bekommen, wie wir uns hier fühlen, wie es uns hier geht, das können wir im Film gar nicht rüberbringen, aber kauft euch 30 große Blumensträuße, stark duftende, schneidet einen Baum, fällt einen Baum, mäht den Rasen und diesen ganzen Sachen packt in euer Wohnzimmer vor den Fernseher und guckt euch den Film an. Dann ungefähr könnt ihr auch den Duft des Landes hier riechen. Es riecht hier so toll, so betörend. Na, macht es, dann wisst ihr selbst. Das ist der berühmte Wanaka Tree, den alle Leute, alle Touristen fotografieren. Und so wir natürlich auch. Sogar Brautpaare lassen sich hier abflichten vor dem berühmten Baum. Hier sieht man wieder überall Weinreben. Neuseeland ist ja auch ein großes Weinanbaugebiet. Und wir werden wahrscheinlich auch irgendwo noch so eine Weintour mitmachen. Jetzt sind wir eine Stunde gelaufen. Hier drüben ist eine wunderschöne kleine Insel. Die Sonne versteckt sich heute, aber dort hinten sehen wir ein bisschen blau. Ja, und hier ist der Wasserfallpark. Aber den Wasserfall kann man von hier nicht sehen und wir laufen jetzt so langsam zurück. Hier ist schon ein schönes Stück. Da hinten steht das Auto.
Wo siehst du hier Wasserfall? Das ist das Wasserfällchen. Bei unserem kleinen Abendspaziergang sind wir hier an den Fluss gekommen. Hier kommt das Wasser vom See runter und wird wahrscheinlich gestaut, wenn es nötig ist. Es sieht aus wie ein Staudamm. Da unten ist auch ein Angler. Und das Wasser hat wieder eine sehr schöne Farbe. Nicht so schön wie mein Lake Tekapo, nein. Aber auch hier ist es wieder sehr, sehr schön. Und es ist fußläufig zu erreichen. Wir sind nur kurz von unserem Hostel weg. Da drüben ist schon wieder unser Hostel zu sehen. Auch eine Gedenkstätte an die Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg. Bei strahlendem Sonnenschein und 6 Grad verlassen wir jetzt Havea und fahren Richtung Franz-Josef-Gletscher. Noch einen letzten Blick auf Lake Havea. Und hier nochmal nach 10 Minuten der Fahrt der Lake Wanaka, wo wir gestern am anderen Ende allerdings gelaufen sind. Die Seen sind hier alle riesig und hinter jedem Berg versteckt sich ein See. Hinter jeder Kurve findet man hier einen neuen See. Und die schneebedeckten Berge. Da werden wir morgen sicher sein. Wir stoppen schon mal wieder und machen einen kleinen halbstündigen Spaziergang zu den blauen Pools. Keine Ahnung, was es ist. Wir lassen uns überraschen und sind gespannt. Und über eine Hängebrücke geht es jetzt über die Pools. Ah, die wackelt ganz schön. Der Name kommt logischerweise von der Farbe des Wassers. Und das Wasser hat die Farbe, weil es halt eiskalt ist und der Grund völlig klar und sauber. So, die Hängebrücke, die wackelt ganz schön. Ja, das ist die Makarora Bridge. Stopp zu den Thunder Creek Falls. Wieder durch den schönen Regenwald. Naja, Wasserfälle haben wir nur gemacht. Wir sind über den Haas Pass gefahren und sind jetzt auf dem Weg runter wieder Richtung Westküste. Nächster Stopp, die Roaring Billy Falls. 25 Minuten Spaziergang, 1 Kilometer. Ja, werden wir machen. Darum braucht man in Neuseeland für 300 Kilometer 6 bis 7 Stunden, weil man zwischendurch immer mal wieder läuft. Uns fällt auf, dass nach und nach immer mehr Touristen kommen. Die erste Zeit waren wir an so einem Spot eigentlich fast immer alleine. Aber jetzt so langsam füllt sich's. Und da ist sie wieder, die Tasmanische See. Und hier sind auch wieder die Sandflies unterwegs. Und wir haben uns wieder nicht eingesprüht. Also werden wir nicht so lange bleiben und eher gleich wieder zurückgehen. Und einmal der Anblick von oben. Aber mich zerbeißen sie hier. Ich muss bald wieder ins Auto und mich einsprühen. Warte mal, was es gibt. Nudelsalat mit Thunfisch und Ei. Und wir sind hier am Night Point. Lake Waringa. Ich habe aufgehört zu zählen, an wie vielen Seen wir hier schon waren. Es ist unglaublich. Ja, hier ist wohl die Gletscherstadt, aber ich sehe nicht einen Gletscher. Ja, mal sehen, was uns hier erwartet.